Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan der Irish Terrier Training. Ich möchte heute gerne mit einer neuen Reihe beginnen und zwar möchte ich gerne eines der vielen Online-Programme, die ich so gekauft habe, mal durchexerzieren. Einerseits natürlich, weil mich der Inhalt sehr interessiert, andererseits, weil es mir auch darum geht, mal zu gucken, wie gut funktioniert das denn, wenn man versucht, bestimmte Sachen von einem Online-Kurs zu lernen. Dadurch, dass man ja nicht direkt Rücksprache halten kann mit einem Trainer, ist es natürlich, muss es natürlich relativ umfangreich sein, damit es möglichst keine offenen Fragen gibt. Und die Anleitungen müssen halt so gut sein, dass man sie eben auch so durchsetzen und umsetzen kann, dass da am Ende was Sinnvolles bei rauskommt. Natürlich hängt es auch ein bisschen mit der eigenen Konsequenz zusammen. Auch ein Grund, warum ich das gerne in einer Art Videotagebuch dokumentieren möchte. Denn ich habe zwar sehr viele Kurse, aber ich habe mir die auch alle angeguckt. Ich mache sie halt nur einfach nicht, weil ich einfach, es gibt halt diesen Zwang für mich nicht, das zu machen. Und ich denke, wenn ich das Ganze aber sozusagen videodokumentiere, dann zwinge ich mich selbst dazu, dadurch, dass ich ja jede Woche gerne ein Ergebnis präsentieren möchte, zwinge ich mich dazu, das eben auch zu tun. In diesem Kurs soll es um Anti-Gift-Köder-Training gehen, also ein sehr heikles Thema und ein Thema, was ich glaube fast jeden von uns betrifft, der einen Hund hat, beziehungsweise ein Thema, was eigentlich niemand hofft, was ihn jemals betrifft. Denn, also ich weiß nicht, wie es da ist, wo ihr herkommt, aber hier in Berlin, da gibt es natürlich sehr viele Hunde und auch sehr viele Menschen. Und es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die keine Hunde mögen oder zumindest die Art und Weise, wie andere Menschen mit ihren Hunden umgehen oder was sie denen erlauben, nicht mögen. Und deswegen gibt es immer wieder Fälle, in denen Giftköder ausgelegt werden. Es muss nicht mal unbedingt Gift sein. Es gibt auch Sachen, da sind zum Beispiel kleine Futterstückchen gespickt mit Nägeln oder Reißzwecken. Wir selber hatten zum Glück noch nie den Fall, dass wir an sowas gekommen sind, aber Conan ist draußen wie ein Staubsauger und das ist wahrscheinlich, kennen das viele. Also der sammelt einfach alles ein, was er irgendwo findet und das ist auch egal, wie unattraktiv das eigentlich ist. Selbst wenn das nur ein angebissenes Brötchen ist, dann findet er das super. Bei Conan ist es halt so, dass er sowieso gerne frisst und immer fressen könnte. Ihm scheinen vor allem die Sachen besonders gut zu gefallen, die er nicht kennt. Also selbst wenn ich ein richtig tolles Superleckerli habe, was er aber jetzt schon irgendwie seit 2-3 Tagen immer mal wieder bekommt, und dann kommt jemand mit irgendeinem Trockenfutter, was er nicht kennt, findet er das interessanter, weil er es nicht kennt. Deswegen sind halt die Sachen, die so auf dem Boden rumliegen, für ihn immer eine ganz besondere Verführung. Und es ist auch echt schwer, ihm das wieder abzunehmen. Und ich versuche schon immer, also ich merke schon, dass er am Anfang, wenn er was gefunden hat, als er noch ganz klein war, da konnte man ihm das dann schon wegnehmen. Das fand er zwar nicht toll, aber das hat er sich natürlich gemerkt. Und immer, wenn er jetzt irgendwas ins Maul bekommt, sieht man ihm schon an, dass er versucht, irgendwie wegzukommen. In der Regel ist er ja an der Leine, da kommt er natürlich nicht weg, aber er zieht dann, er wird ganz schnell, wenn man sich dann so langsam an ihn wieder rangearbeitet hat und versucht, ihm das wegzunehmen, dann dreht er schon immer so den Kopf weg. Also so richtig schnell und ruckig, also er schnappt nicht, er knurrt nicht, das macht er alles nicht, er verteidigt das nicht, er will es nur einfach nicht abgeben, was auch verständlich ist. Es würde vielleicht funktionieren, wenn man ihm dafür was anderes hinhalten würde, aber mal ganz im Ernst, wer hat schon bei jedem Gassigang immer irgendein Superleckerli, dass der ein gefundenes Käsebrot liegen lassen würde? Wahrscheinlich die wenigsten. Und er fängt natürlich inzwischen auch an, die Sachen extrem schnell runterzuschlingen. Und ja, das kann eben sehr gefährlich sein, wenn es dann eben doch mal was Vergiftetes ist oder eben was, was irgendwelche ja, Zutaten enthält, die nicht essbar sind, Glasscherben oder ja, wie gesagt, Nägel oder so ein Kram. Es gibt natürlich auch ganz viele tolle Apps, wo man so eine Warn-App im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr genau, welche das waren, ich glaube sowas wie Dogorama oder Dogo-App, da ist es glaube ich schon so, dass es bei den beiden die Möglichkeit gibt, dass man halt so eine Art News-Ticker hat, dass der merkt ja auch, wo du bist durch GPS, dass er dir halt in der nächsten Umgebung anzeigt, wo da Giftköder gefunden wurden. Nicht jedes Futter, was draußen rumliegt, ist natürlich gleich ein Giftköder. Viele, was weiß ich, haben ihren Döner halt gegessen und schmeißen den Rest halt einfach auf den Boden. Das findet er auch super interessant. Wir haben auch schon mal eine Pizzaschachtel gefunden. Da habe ich mir auch gedacht, naja gut, ist halt die Schachtel, klar riecht die super. Dann macht er die auf und dann liegt da eine ganze Pizza drin. Und ehe man sich's versieht, hat er sich schon so ein Achtelstück, so ein Pizzastück halt geholt und hat das am Stück runtergeschluckt. Also es geht wirklich sehr schnell. Und ja, ungeachtet der Dinge, dass nicht immer alles vergiftet oder gefährlich sein muss, kann es auch einfach sein, dass er es nicht verträgt. Das kommt ja auch noch dazu.
Und deswegen möchte ich mit ihm gerne üben, dass er, wenn er Futter auf der Straße findet, dass er das nicht frisst, dass er es eventuell sogar anzeigt. Und dafür hatte ich mir schon vor über einem Jahr diesen Anti-Gift-Köder-Kurs gekauft, und zwar von der Dog University, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt hier eins zu eins die Schritte wiedergeben will. Also ich höre es mir an und erzähle euch, was der mir erzählt hat sozusagen, weil schließlich verdient er sein Geld damit und das soll er auch. Mir geht es einfach nur darum, dass ich gerne diesen Kurs machen möchte, dass ich was brauche, um mich selber zu zwingen, es auch mal durchzuziehen, deswegen das Videotagebuch. Und ich will natürlich euch zeigen, wie gut es funktioniert, wenn man von einem Online-Kurs etwas versucht zu lernen. Der Online-Kurs ist in 4 Wochen aufgegliedert. Ob man das jetzt nun tatsächlich in 4 Wochen macht, also wenn man merkt, manche Übungsschritte brauchen länger als andere, dann kann man sich dann natürlich mehr Zeit für nehmen. Aber es gibt halt Woche 1, 2, 3 und 4. Und in jeder Woche sind dann halt so, ich würde mal schätzen, 5 bis 15 Videos. Eine ganze Menge Theorie. Wie gesagt, die will ich jetzt hier gar nicht so explizit wiedergeben. Er geht zum Beispiel auch verschiedene Arten von Gifte ein. Und wenn er doch mal was Giftiges gefressen hat, was man dann im Notfall schnell machen kann, mal abgesehen vom Tierarzt. Und solche Dinge, warum frisst ein Hund überhaupt und sowas halt. Ne? Wie gesagt, darum soll es gar nicht gehen, sondern wir wollen halt die Übungen machen. Und in der ersten Woche ist es eigentlich eine reine Vorbereitungswoche. Ich habe mir den Kurs, wie gesagt, schon einmal angeguckt, zweimal, um genau zu sein. Und all die Übungen, die man in der ersten Woche so lernt, das sind halt so nette, interessante Übungen, auch generell für den Alltag. Allerdings kommt nichts davon so wirklich in dem Programm der nächsten 3 Wochen vor. Und zwar sind das im Grunde genommen 3 Übungen, die man machen soll. Das eine ist das sogenannte Futternapftraining, dass man halt dem Hund zu verstehen gibt, dass es nichts Bedrohliches ist, wenn sich der Mensch seinem Futternapf nähert, sondern dass für den Hund in der Regel auch noch was Gutes bei rumspringt, nämlich weil es zusätzlich Futter in den Napf gibt. Und das Ganze ist aufgebaut in 3 Stufen. Also die erste Stufe wäre, dass man einfach auf ein bestimmtes Signal, also ich habe mir in dem Fall Nachtisch ausgedacht, sich dem Napf nähert und ihm einfach noch was reinlegt. Man fässt weder den Hund an, man fässt auch nicht den Napf an. Der Hund bekommt also sein Futter im Napf oder worin auch immer hingestellt und nach ein paar Sekunden, falls euer Hund nur dann noch Futter im Napf hat, also sollte natürlich in der Zeit passieren, wo noch Futter drin ist, also er frisst halt, ihr nähert euch und legt ihm einfach noch was rein. Am besten legt ihr ihm was Besseres rein. Da er bei uns halt Feuchtfutter bekommt, es gibt nicht so richtig was Besseres. Also man könnte jetzt noch irgendwelche anderen feuchten Leckerlis dazulegen. Ich habe tatsächlich nur Trockenfutter reingelegt. Diese Übung hatten wir allerdings auch schon gemacht, als ich mir das vor einem Jahr ungefähr angeguckt habe. Das ist auch keine Übung, die man machen sollte, wenn der Hund extrem futteraggressiv ist. Also wenn ihr euch dem Napf nähert und der fängt schon an zu knurren, dann solltet ihr diese Übung besser lassen. Dann ist es was, wo man sich tatsächlich einen richtigen Trainer holen sollte. Das sagt er auch in seinem Video. Also wenn der da schon futteraggressiv ist, der knurrt und sobald er die Hand ausstreckt, fängt er vielleicht an zu schnappen oder zu bellen, dann lasst das. Das ist halt nur für Hunde, die vielleicht so ein bisschen denken, hä, Moment mal, was willst du denn hier? Wieso kommst denn du so nah? Das ist übrigens mein Futter. So für diese Hunde, dass die halt lernen, ach gucke, wenn der sich meiner Schüssel nähert und die Hand danach ausstreckt, dann ist danach mehr drin als vorher. Und wie gesagt, das in 3 Schritten. Eben erstmal einfach nur Futter reintun. Der 2. Schritt ist die Hand an den Napf legen, nicht wegnehmen, Futter reintun. Der 3. Schritt wäre den Napf, während der Hund frisst, wegnehmen, Futter reintun, wieder hinstellen. Und das möchte ich euch jetzt in ein paar kleinen Übungsvideos zeigen. So, während der Hund frisst, geht ihr einfach mal an seinen Napf und sagt einfach mal sowas wie zum Beispiel Nachtisch. Und tut ihm noch ein bisschen extra Futter rein. Könnt euch dann auch wieder entfernen. Das ist also sozusagen die Übung für die ersten 2 Tage, damit er erstmal eure Gegenwart am Fressnapf akzeptiert. Nachtisch. Super wäre es natürlich, wenn das, was ihr da reintut, besser ist als das, was er bekommt. Aber eigentlich bekommt er bei uns schon immer das Beste überhaupt so zum Essen. Ich tue ihm tatsächlich jetzt einfach nur so ein paar Trockenleckerlis mit rein. Nachtisch. So, 2-3 Mal pro Mahlzeit, das reicht vollkommen aus. Und das wäre also die Übung, die man in den ersten 2 Tagen macht, damit der Hund einfach versteht, dass es keine Bedrohung ist, wenn ihr
euch seinem Futter nähert. Wenn ihr natürlich schon einen Hund habt, der Futter verteidigt, ja, der jetzt anfangen würde zu drohen, zu knurren, das sieht man meistens und gucken die euch so aus den Augenwinkeln an, heben schon mal so ein bisschen die Lefzen an und drohen vielleicht noch gar nicht, also hörbar, aber würden es dann machen oder würden danach schnappen, wenn ihr euch mit der Hand nähern würdet, dann solltet ihr das natürlich lieber lassen. Das ist jetzt nur für Hunde, die das vielleicht einfach noch nicht kennen, aber eben nicht aggressiv ihr Futter verteidigen. Nachdem wir nun 2 Tage lang aus der Distanz sozusagen Futter reingetan haben, immer auf unser Kommando, werden wir die Übung jetzt für die nächsten 2 Tage etwas variieren. Und zwar fassen wir die Schüssel an und tun das Futter rein. Nachtisch! Das soll man auch so 2 bis 3 Mal pro Fütterung machen, und zwar für die nächsten 2 Tage. Sollte jetzt also gelernt haben schon, ne, wenn wir uns nähern, kein Problem. Jetzt soll er auch merken, wenn wir sein Futter anfassen, ist es auch kein Problem. Wir nehmen es ihm nicht weg. Nachtisch. All diese Übungen sind allerdings eher so Vorbereitung. Also wir werden dieses Kommando, ich habe mir die Reihe ja durchgeguckt, wir werden das Kommando später gar nicht mehr gebrauchen. Und auch sowas wie das Nein oder das Okay wird es später eigentlich kaum noch geben. Das ist einfach nur, damit der Hund lernt. Es ist nicht so dramatisch, wenn wir an sein Essen gehen. So grundsätzlich. Nachtisch. So, und jetzt kann er sein Mahl in Ruhe fortsetzen. Er hat immer wieder was dazu bekommen. Er ist sogar manchmal weggegangen, damit wir überhaupt die Gelegenheit haben, was reinzupacken. Das machen wir jetzt, wie gesagt, nochmal 2 Tage. Und die letzten 2 Tage werden wir ihm die Schüssel tatsächlich wegnehmen, etwas zu futtern reintun und ihm direkt wieder hinstellen. Dass er halt also auch lernt, selbst wenn wir ihm sein Essen wegnehmen, bekommt er mehr oder was Besseres, wenn wir sie ihm dann wieder zurückgeben. Okay. Nachdem wir in den ersten 2 Tagen einfach so Futter reingetan haben und in den Tagen 3 und 4 die Schüssel angefasst haben und Futter reingetan haben, werden wir jetzt die Schüssel wegnehmen und Futter reintun und gleich wieder hinstellen. Wieder für 2 Tage. Nachtisch. Wir lassen ihn immer erst wieder ein bisschen fressen, dass er halt gemerkt hat, Mensch, da ist was drin, das war vorher gar nicht da. Und ein drittes Mal. Nachtisch. So. Das wiederholen wir dann auch an 2 Tagen und damit haben wir dann sozusagen 6 Tage durch. Damit ist die erste Woche rum und am 7. Tag gucken wir dann einfach, wie es weitergeht, beziehungsweise am 8. Tag. Ihr könnt ja den Schritt dann am 7. Tag ja gerne auch nochmal machen. Wie gesagt, das Ganze ist einfach erstmal nur, dass der Hund merkt, wenn ihr euch seinem Essen nähert, muss er nicht gleich in Panik ausbrechen oder das verteidigen. Und im besten Fall kommt halt noch was dazu, im schlechtesten Fall passiert nichts, aber wir haben ihm ja immer was dazu getan. So, nachdem wir uns diese 3 Schritte angeguckt haben, ich hatte ja auch schon erzählt, also während ich das aufgenommen habe, ich habe das schon vor ein paar Tagen aufgenommen und jetzt erst die Einleitung, deswegen wusste ich noch nicht genau, wie ich die Einleitung aufbaue, habe ich ja schon von anderen Übungsschritten gesprochen. Die anderen 2 Übungen, die man machen kann, ist dem Hund ein zuverlässiges Aus beizubringen, auch mit Futter, also vor allem mit Futter. Bei Spielzeug funktioniert es bei Kornen super, bei Futter funktioniert es bei ihm nicht so gut. Das liegt aber meistens daran, dass ich halt nicht anderes Futter dann habe. Also ihr werdet das gleich im nächsten Schritt sehen. Ihr solltet eurem Hund irgendeine Art von Kaugegenstand geben, der so groß ist, dass ihr ihn, während der Hund drauf kaut, immer noch anfassen könnt.
zum Beispiel ein Stück Rinderkopfhaut oder irgendwas Ähnliches, irgendwas Großes, was Festes, was der nicht zu schnell fressen kann, sondern wo er drauf rumkaut. Ihr haltet ihm das also hin, ihr haltet es fest, während er darauf rumkaut und dann zaubert ihr ein noch besseres Futter raus, sagt dem Hund aus und führt ihn mit dem Leckerli weg von der Knabberstange, dann kriegt er das. Und wenn er das aufgefressen hat, ist die Knabberstange aber wieder da oder immer noch da. Das soll halt dem Hund zeigen, dass selbst wenn er Futter auslässt, also erstmal soll er überhaupt lernen, dass man auch Futter mal hergeben kann und dass es dann in der Regel wieder was Besseres für den Hund gibt. Das ist die eine Übung. Man kann, das macht er in dem Video dann auch, das Ganze auch nochmal mit einer Ablenkung mit Spielzeug versuchen. Also wenn ihr irgendwie wisst, mein Hund lässt für sein Bällchen jedes Futter liegen, dann ist das natürlich auch was man machen kann. Der hat was zum Kauen und auf einmal sagt er aus, holt den Ball raus und spielt mit dem oder was auch immer für ein Spielzeug. Und nur ganz kurz, nur ein paar Sekunden, nimmt den Ball wieder weg und dann kriegt er seine Knabberstange wieder. Das könnt ihr auch machen. Wir persönlich haben das jetzt mit Futter gemacht. Und das Video dazu, das könnt ihr euch jetzt angucken. Hey. Aus. Okay. Aus. Okay. Super. So, und als letzte Übung gibt es noch das Kommando Nein oder was auch immer ihr für ein Abbruchkommando, ihr könnt auch oder Psst oder sonst irgendwas machen, dass er halt lernt, er soll irgendwas nicht machen. Und zwar haltet ihr ihm immer mal ein Leckerli hin, das darf er dann nehmen und zwar auf euer Freigabesignal, ob das jetzt Ja oder Nimm oder Okay oder sonst was ist. Das könnt ihr euch natürlich selber überlegen, in meinem Fall ist es okay. Also das ist grundsätzlich für ihn das Freigabesignal, auch wenn, also er kennt das, aber er hält sich nicht dran. Gerade bei sowas wie Sitz und Platz sollte man ja auch den Hund so lange ein Kommando ausführen lassen, bis er ein neues Kommando bekommt oder sein Auflösekommando. In unserem Fall ist es wie gesagt okay, dass ich ihm also das Futter hinhalte und auf okay darf er es haben. Und wenn er aber vorher rangehen will oder ab und zu, sage ich ihm eben auch mal ein Nein. Und dann sollte der Hund sich zurücknehmen, er soll es nicht fressen, so lange bis ich wieder okay sage und dann darf er es haben. Und das Video dazu, das könnt ihr euch hier angucken. Okay. Okay. Nein. Okay. 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 Nein. Okay. Nein. Okay. Okay. Oh. Okay. Nein. Okay. Ja, das waren im Prinzip alle drei Übungen, also das Futternapftraining in drei Stufen, dann die Übung mit dem Aus und die Übung mit dem Nein, was so eine Art Vorbereitung für den eigentlichen Kurs ist. Das ist aber im Prinzip der gesamte praktische Inhalt der ersten Woche aus dem Dog University Anti-Gift-Köder-Trainingskurs. Wenn euch der Kurs interessiert, ihr findet den Kanal der Dog University bei meinen favorisierten Videos oder Kanälen auf meiner Kanalseite ganz unten. Und da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Der hat wirklich sehr viele interessante Kurse. Und wenn ihr halt noch ein bisschen mehr Theorie und Input haben wollt, klickt doch einfach mal drauf. Ich glaube, der war jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. 70 Euro vielleicht oder so. Weiß ich nicht mehr genau. 69 vielleicht. Und dann habt ihr natürlich noch ein bisschen mehr Lerntheorie, ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Wie gesagt, bei mir geht es jetzt einfach nur darum zu gucken, wie gut schaffe ich es, den Inhalt eines Online-Kurses wiederzugeben und mit dem Hund zu üben.
Also es soll jetzt gar nicht heißen, ist der Kurs gut oder ist er es nicht. Ich glaube, der ist ziemlich gut, sondern es geht halt einfach darum, wie stellt man sich an, wenn man ohne tatsächliche Rücksprache mit jemandem, sondern nur über Videos, über einen Online-Kurs, im Prinzip das, was ich ja hier auch mache, dem Hund was beizubringen. Funktioniert das gut? Wo sind vielleicht Schwächen? Wo sind Stärken? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Und wie gesagt, an welcher Stelle hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen Feedback gewünscht oder hätte ich es brauchen können? Was natürlich bei einem Online-Kurs nicht geht. Man kann natürlich immer versuchen, die Leute anzuschreiben. Eventuell antworten sie ja dann drauf, weiß ich aber nicht. Und ja, das war eben der Inhalt der ersten Woche. Ich werde jetzt über diese Woche das weiterhin üben und werde natürlich auch schon mal die Videos für die nächste Woche aufnehmen. Das heißt also, die nächsten Schritte werden dann eben tatsächlich auch mal dann draußen stattfinden, vor ausgelegtem Futter erstmal, also von mir selber ausgelegt. Er hatte das Ganze immer auf eine Art Pappteller gemacht, damit der Hund das auch wirklich sieht. Und natürlich ist das für den Hund dann klar, dass es eine Übungseinheit ist. Der riecht ja, dass ich das vielleicht ausgelegt habe, weil mein Geruch dran ist. Der hat es vielleicht auch gesehen. Tatsächlich hatten wir diese Übung auch schon vor einem Jahr mal gemacht. Das hat er ganz gut verstanden, aber trotzdem fruchtet es halt bei ihm nicht so richtig, wenn er dann halt mal von anderen Menschen fallen gelassenes oder ausgelegtes Futter findet. Sondern er versteht sehr wohl, ob das jetzt eine Übung ist oder nicht. Und dann kann er das halt auch oder eben nicht. Aber an der Stelle soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like dalassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan der Irish Terrier. Bis dann, ciao, ciao.